Die hat aber auch ein Talent zu sterben. Ja, eben, darum sage ich ja. Und deswegen habe ich gesagt, ja, okay, weißt du was, dann halt mal doch das Zeug und fertig. Kein Wunder, dass Chris hier nicht spielen will. Ja, ich weiß. Das ist ihm schon wieder zu viel, gell? Ja. Boah, fährt halt zum Augen. Hä? Ach, ich rede mit meinem Gaul im Finder. Dein Gaul? Das ist übrigens lustig, dass Enterprise immer noch angezeigt wird, obwohl er wahrscheinlich gar nicht mehr da ist. Bei mir im Shitty. Ja, nee, eben, das ist, ich hab's doch gesagt, Clan. Ja. Twitch schickt keine Join-Port-Nachrichten mehr. Das heißt, Chatty registriert das auch gar nicht mehr. Das ist richtig scheiße. Das ist richtig, richtig scheiße, ja. Vor allem, ich weiß gar nicht, ob das jetzt stimmt. Weißt, Twitch sagt bei mir, es sind 2 Viewer online. Aber es kann schon mal gar nicht sein, weil ich mindestens von 3 weiß, dass sie da sind. Und Chatty sagt, ich habe gerade 2, 4, 6, 8, 9 Viewer online. Aber bei 4 von denen weiß ich, dass die schon gar nicht mehr da sind. Also. Es ist halt gerade ein bisschen schwierig. So lange, bis die das wieder auf 3 kriegen. Weißt du, mein Blubbot zum Beispiel, der könnte es noch. Der könnte es noch. Mikuya kann es auch, aber die können mir nicht sagen, wie viel gerade da sind. Ich muss ja essen. 5 mit Mikuya, was? Mikuya zählt nicht. Die ist eh immer zickig zurzeit. Weil ich behaupte mal, dass Mikuya Frau ist. Okay, sorry, den Witz habe ich mir geklaut. Aber er hat was. Mikuya ist ja auch ein männlicher Name, oder nicht? Nee. Mikuya klingt asiatisch und bei Asiaten kannst du die Namen beider Geschlechter verwenden. Nicht alle. Ken zum Beispiel ist ein Name. Ich habe einen Neffe, der heißt Jin und... Sonic? Ja, so wird der wahrscheinlich später genannt. Jin? Der ist ja noch etwas jung. Ja, der heißt richtig Jin. Mein Bruder wollte ihn nach Jin Kazama nennen. Ja, Jin. Jin, okay. Wie das Alkoholgetränk. Oder das allgemein das Getränk. Und er wollte den auf jeden Fall nach Jin Kazama benennen, also mit J und so. Und hier in Deutschland haben sie gesagt, ist nicht, weil das der weibliche Name von dem Namen ist. Und der männliche wäre mit G, also wie das Getränk halt. Ja, und jetzt heißt er so. Er heißt vollständig Jin Kai. Den Nachnamen muss ich jetzt nicht sagen. Ja, weißt du, aber das ist eh so blöd mit den deutschen Namensrechten und so, weißt du? Ein paar darf man, ein paar darf man nicht. Und die bescheuertsten darf man. Weißt du, die erlauben es, ein Kind Rosa Schlüpfer zu nennen, aber sowas darf man dann nicht. Wie also, Kandos habe ich heiße mit Namen Dennis und ich weiß, mein erster Sohn, der wird Dennis Mio heißen, damit ich Dennis sehe. Ja, Junge, die kannst du auch verhungern. Das, das war jetzt fies, ich weiß. Keine Lust, einkaufen zu gehen. Alter, wie schnell die Spitzhacken kaputt gehen hier. Das gibt's doch nicht. Kann doch heutzutage auch schon per Online einkaufen. Ja, genau, mach so wie ich, lass dir alles schicken. Aber das geht doch gar nicht mehr essen, oder? Also bei doch, es geht auch. In der Schweiz geht's. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist oder so, aber in der Schweiz geht's. Das heißt Le Shop. Bei uns heißt es Le Shop und da schicken die dir alles, was du brauchst. Rewe Online. Ja, scheiße, ist gerade online gekommen. Nee, eben, es gibt da, die heißen mit Nachnamen Schlüpfer. Und die haben das Kind Rosa genannt. Oder Ritzenputzer. Eben, die heißen mit Familiennamen heißt die Schlüpfer und das Kind heißt da eben Rosa. Und das ist für mich ist das, grenzt das schon fast an Vergewaltigung, ohne Scheiß. Das kann man einem Kind doch gar nicht antun. Das ist gestraft fürs ganze Leben. Oder? Ja, eben. Das Kind wird später seine Eltern hassen.
Oder eben der Standard Scherzname, der Axel Schweiß, weißt du, also sowas kann man doch nicht bringen, Mann. Also für mich gehören solche Eltern zum Beispiel eingesperrt. Eingestrahlt. Sterilisiert und eingesperrt. Eben ab und zu, wenn ich mir sowas anschaue, bin ich für Geburtenkontrolle. Ohne Scheiß. Klingt jetzt zwar ein bisschen hart, aber... Aber ab und zu wird sich das echt lohnen. Ey, ich bin mir absolut kein Schwein, das kann. Gut, ich wollte eigentlich meine Tochter ursprünglich auch anders nennen. Wie denn? Aber das war auch nicht erlaubt in Deutschland. Wie denn? Was für Namen? Ja, ich bin doch großer Final Fantasy Fan. Ah, welchen Namen wollten sie nicht annehmen? Junaleska. Junaleska? Ja. Du hättest sie Junaleska genannt. Ja, Juna halt, ja. Oh Gott. Juna würde eigentlich gehen. Eben. Abkürzung Juna. Junaleska. Ja, aber Junaleska geht nicht. Und sie wird jetzt... Juna geht, aber Junaleska darf man nicht. Aber nur Juna habe ich mir dann gedacht, ja gut, dann machen wir es einfach so. Ja, auf ich denn schon wieder lang. Gut, inzwischen heißt es eh nur noch Kaffeeholer, also von dem her. Kurz AFK, bis später dann. Gut, man muss dazu sagen, ich war 19. Ja, allein schon mit 19 Kinderzeugen, naja, wer es braucht. Ja, gezeugt habe ich es ja schon mit 18. Nein, mit 18. Weißt du, die brauchen ja so lange, bis fertig sind. Die haben so lange Inkubationszeit. Bin ich froh, dass ich nie Kinder zeugen werde. Nee, also ich werde mir nie wieder anders entscheiden. Definitiv nie wieder anders entscheiden. Willst du denn überhaupt den haben, Plane? Nö, ich kann auch gar keinen zeugen. Also nee, bei mir war es könnte schon, aber sollte nicht. Ich auch mal andere Wege kriegen, neben Adoption und so weiter. Das war die beste Entscheidung, was ich jemals gefällt habe, ohne Scheiß. Gott, das mit der Ex-Frau ist ein bisschen schwierig, aber Kinder jederzeit wieder. Nee, kann ich drauf verzichten. Zum Kaffee holen sind sie immer gut. Ja. Kann ich drauf verzichten, ehrlich gesagt. Nee, die machen es ja gern, weißt du. Also wenn sie jetzt mal Nein sagt, dann ist das okay, also... Sie sieht gut. Das ja auch als Scherz. Fuck ich den Wald ab. Nee, die sieht das ja auch als Scherz, weißt du. Also, wieder von dem her. Verlangt. Was ist mit dem Keller? Jetzt ist dann bald die nächste Hacke kaputt. Meine schon kaputt. Mit Unbreaking 3. Ja gut, Fortune, ich habe Diamant. Fortune 3, Fantasy 4. Das war... Ich habe Dia-Hacke. Ja, ich auch. So. Oder die ist schon fast aufgebraucht. Okay. Da fehlt nur noch ein Millimeter. Und ich habe die, weiß ich nicht, vor einer Stunde gebaut. Vielleicht. Ja, es war bei mir eben auch so, ich hab vor einer Stunde oder so fest. Alter, Leute, ey. Ihr seid doch nicht mal ganz dicht, ey. Was ihr für Ausrüstung habt. Ja, wir geben das Zeug aus. Ich hab auch 20 Level, aber ich hab noch nicht mal die die Gerätschaften ist dafür irgendwie großartig was machen zu können. Ich bin schon wieder voll und hab's gar nicht gemerkt. Hashtag Saufnase. Ja, genau. Eisenspitzhacken herstellen und vergesst Eisen mitzunehmen. Yay! Wieso sind hier keine Monster zu sehen? Das ist irgendwie doof. Ich hab Schafsüberbevölkerung. Wenn jemand nicht ein bisschen Wolle braucht, kann er sich gerne killen. Aber weißt du, was mich nervt, dass es schon wieder so spät ist? Ja, mich auch. Wieso ist es so spät? Ich hab auch schon nicht auf die Uhr geguckt. Nee, dann wieder aufhören, weißt du? Ah. Du musst ja nicht aufhören. Ja, doch, nee. Wenn mich Frauchen da beim Zocken erwischt, dann ist wieder was geboten. Warum? Vor allem, solange ich die Wäsche noch nicht abgenommen habe. Fauler Sack. Hättest du dein Kind machen lassen können, hättest du mehr Zeit gehabt. Nee, ich versuch das dann später, weil
meine Tochter ist dann so baut, wenn ich zu ihr sage, wenn sie die Wäsche aufhängt, dann mache ich da irgendwie eine halbe Stunde länger, dann macht sie das. Obwohl sie dann eigentlich gar nicht zuschaut im Endeffekt. So. Aber dafür ist, weißt du, bei meiner Tochter ist es so, sie kann eine extreme Zicke sein und es gibt auch viel Ärger mit ihr. Aber sie ist hilfsbereit und so. Und dafür ist es auch ein Mädchen. Mädchen sind immer. Und sie macht sowas gern, weißt du, und das WB. Weißt du, einmal war das so lustig, ich hab. Hey, was heißt lustig? Für mich war das schwierig zu erklären. Da war sogar das Jugendamt da. Weißt du, sie versucht sich so als Schauspielerin. Und ich war mal einkaufen. Ich war nur schnell eine Stunde weg und eine Stunde kann man ja so Kinder mal gut alleine lassen, eigentlich. Und dann war irgendwie war die Nachbarin da und wollte sie zum Frühstück einladen und dann war natürlich Tür zugesperrt, logischerweise, wenn keiner da ist, Kinder allein und so, ist ja nicht. Und dann jammert sie der Nachbarin vor, ja, und sie, ich bin weg und sie weiß nicht, wann ich wiederkomme und sie hat so Hunger und es ist nichts zum Essen da und boah! Weißt du, der ganze Kühlschrank voll mit Essen und alles, gell? Aber sie, nein, und es ist nichts zu essen. Tommy, was machst du denn die ganze Zeit? Boah, und ich krieg die Krise. Und dann kommt das Jugendamt vorbei und die Nachbarin labert mir. Und ich hab meine Tochter angeschaut. Und sie schaut zurück mit so einem Dackelblick. Und dann hab ich gesagt, ey, sauber, ey. Lauf, Kind, boah, lauf. Komm du mir heim, ey. Lauf, Kind, lauf. Ja, aber das war echt eine harte Aktion. Ich hab gemeint, ich krieg das jetzt gar nicht mehr geregelt mit dem Jugendamt und alles. Aber sie haben es dann kapiert. Das war schon schwierig. Genauso wie das Video, was ich mal bei ihr auf dem Handy gefunden habe. Oh Mann. Ich habe ihr mal so ein altes Motorola-Handy geschenkt, so ein Club-Handy ohne SIM-Karte und so, zum Spielen. Und wie Mädchen natürlich so sind, das erste, was sie herausgefunden hat bei dem Handy, ist, wie die Kamera funktioniert, um Videos zu machen. Und dann macht sie ein Video. Hey, das Video, wenn jemand gesehen hätte. Boah, scheiße. Hey, die hätte mich ohne Fragen, hätte mich die sofort eingesperrt. Weißt du, so richtig schön. Sie spricht drauf und so voll echt mit Tränen und alles, gell? Ja, mein Papa ist weg und er kommt nie wieder und mir wird's kalt und ich bin so allein und ich habe Hunger und boah, voll mit Heulen im Hintergrund, weißt du? Und zum Glück hat man mich dann mal kurz gehört, wo ich da gerade im Gang irgendwie, ich bin gerade vom Klo kommen oder so, weißt du? Irgendwie haben wir mich da gerade gehört, aber hey, das ist doch nicht normal, dass die so verhält. Ich das Video gesehen habe, hey. Boah. Das ist doch nicht normal, dass sie so verhält. Ne, also langweilig wird es sicher nicht. Ne, sie macht das eben, so sie sieht das als Schauspielern an, weißt du? Ich habe sie auch mal gefragt, warum. Dass sie ihren Papa irgendwann da mit in den Knast bringen könnte. Nee, ich habe gefragt, warum tust du mir sowas an? Weißt du, und dann sagt sie, ja, sie will eben Schauspielerin werden und sie will üben und so. Und dann sage ich, ja, danke. Geil. Ich habe da einfach nur gesagt, kannst du das bitte ohne Nebenwirkungen für mich machen? Dankeschön. Sehr nett. Also mal wieder ein bisschen Eisen brennen hier. Pilze haben wir da. Denke ich, seinen Pilz mal lagern. Oh Mann. Also Lava und Kohle haben wir da. Kohle also, es wird nie langweilig mit dem Kind, glaub mir das. Das kann ich. Das ist, wenn sie erstmal älter wird. Oh ja. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich glaube, Lex kriegt dann irgendwann mal einen Herzinfarkt oder so. Ja, ich bin jetzt schon kurz davor. Wenn sie den ersten Freund nach Hause bringt. Ja, ne, dann schmeißt sie dann hochkant gleich wieder raus. Wieso wusste ich, dass sowas kommt jetzt? Ich hab zu ihr schon gesagt, also der erste Freund kommt frühestens mit 24 ins Haus und spätestens mit 23 kann sie ausziehen. Mann! <What? lacht>